Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es wieder mal um Rainbow High. Und zwar machen wir heute wieder mal ein Video aus der Serie Lookbook, wo es um verschiedene Looks geht. Und zwar habe ich mir heute mal die gute Ruby Anderson aus der Cheer-Serie ausgesucht. Ja, die gefällt mir auch sehr gut und die hat man bis jetzt auch noch nicht auf meinem Kanal gesehen, weil ich die schon, weiß nicht, 2 Jahre ungefähr habe. Und ja, bevor ich mit YouTube angefangen hatte, hatte ich die ja schon ausgepackt und alles drum und dran. Deshalb gab es von ihr noch kein Video. Und ich dachte, die neue Reihe Lookbook passt mal ganz gut, meine älteren Rainbow-High-Puppen etwas in Szene zu setzen. Ja, und da zeige ich euch heute mal meine Cheer Ruby Anderson mit ihren verschiedenen Outfits. Ja, das ist unsere Ruby. Sie hat so ein richtig auffälliges Augen-Make-up. So ein Glitzer-Lidschatten, der dann so Flammform ist. Dann hier unten sind auch nochmal so orangefarbene und gelbe Flammen. Ja, das finde ich richtig cool, dieses Cheer-Outfit und Make-up. Ja, die Cheer-Reihe war ja etwas unterschätzt. Ich fand die eigentlich richtig gut. Ich habe da auch fast alle, außer die orangefarbene. Die hat mir nicht ganz so zugesagt. Die fand ich da ein bisschen langweilig, aber sonst habe ich die anderen mir alle gekauft. Ja, sie hat jetzt diese lilafarbenen Augen. Dann diesen wunderschönen roten, knallroten Mund. Und hier hat sie dann auch nochmal so eine Flamme auf ihrer Wange drauf gezeichnet mit RH für Rainbow High. Ja, dann hat sie hier oben ihre 2 Spangen. Einmal hier mit Sparkle und hier nochmal so über Kreuz. Und hier hat sie auch nochmal diese 2 Spangen. Und dann trägt sie einen Pferdeschwanz und da hat sie dann diese rot-weiße Schleife, wo auch nochmal Sparkle draufsteht. Ja, ihre Haare, die sind so gekreppt. Die finde ich auch richtig schön. Die sind auch richtig lang und auch richtig dick. Auch dieser Rotton, der gefällt mir richtig gut. Ja, sie hat ein bisschen Produkt in den Haaren, aber das ist halt durch das Gekrümmte, fühlt sich das eh etwas rauer an. Und da finde ich das auch ganz gut. Ich habe das jetzt auch so gelassen. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen auf der Kamera. Mit dem Rotton ist es ein bisschen schwer. Aber ich finde die Frisur richtig klasse und sie hat auch richtig schöne, dicke Haare. Ja. Als erstes Outfit habe ich einmal das Wechseloutfit von der ersten Ruby angezogen. Da haben wir jetzt dieses trägerlose Oberteil in Weiß und Rot. Und in der Mitte hat sie dann noch diesen goldenen Reißverschluss. Ja, das gefällt mir richtig gut. Hinten ist es mit einem Klettverschluss zu öffnen und zu schließen. Ja, dann trägt sie diesen roten Lackrock. Das ist wirklich so aus einem Lackstoff mit diesen schwarzen Steppnähten. Dann hat sie so einen durchsichtigen Gürtel. Da steht dann auch nochmal Rainbow drauf. Ja, das gefällt mir richtig gut. Und da ist hinten auch nochmal mit Klettverschluss zum Öffnen und zum Schließen. Und den Gürtel kann man jetzt auch abmachen. Den kann man jetzt auch zu anderen Outfits tragen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt überhaupt mit dem Outfit mit dazu war. Aber ich dachte eigentlich schon. Ja, das ist das Wechseloutfit von der ersten Ruby. Ja, sie hat jetzt die normalen Hände aus der ersten Serie. Aber die Cheer-Reihe waren dann die ersten, die jetzt schon Nagellack dran hatten. Und sie hatte natürlich, weil ihre Farbe rot ist, auch diesen roten Nagellack dran. Ja, darüber trägt sie dann noch diesen Blouson, diese Windjacke. Die ist auch in so einem ganz dünnen, wie so eine Windjacke-typischen Material. Da steht dann hier Rainbow von drauf. In Rot und Rosa. Also weiß ist es nicht, das ist rosa. Ja, und dann hat sie hier nochmal diese 2 weißen Streifen draufgesetzt. Und hinten drauf hat sie das Rainbow High Logo mit der Regenbogenfahne und einem weißen und gelben Schriftzug Rainbow High. Ja, das gefällt mir auch cool, ganz gut. Die Jacke ist richtig schön lässig. Macht das nicht ganz so elegant oder sexy, sondern auch eher so ein bisschen lässig, sportlich. Das gefällt mir ganz gut. Und dann trägt sie diese wahnsinnigen Stiefel, die in Schwarz gehalten sind und hier unten mit diesen roten Flammen. Also die finde ich richtig geil, die Schuhe. Mit diesen Pfennigabsätzen noch hinten drauf. Klar, die sind ein bisschen lavede. Aber sonst sehen die Schuhe richtig cool aus und passen auch richtig gut zu dem Outfit. Ja, so habe ich sie zurzeit auch in meinem Rainbow High Haus stehen. Mit dem Outfit. Also das gefällt mir richtig gut. Am Anfang hatte sie immer nur ihr Cheerleader-Outfit an. Und ich dachte, das kann man auch mal mit was anderem kombinieren. Und ich finde, mit diesen Outfits sieht sie richtig toll aus. Ja, ich habe noch 3 weitere Outfits vorbereitet. Die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier das zweite Outfit unserer Ruby.
Und diesmal ist sie etwas alltagstauglicher angezogen. Ich finde, man muss das nicht immer so übertreiben. Klar, mit den Rainbow-High-Moden kann man sich richtig auslassen, man kann sich sexy kleiden, elegant und, aber ich finde, man kann auch mal etwas alltagstaugliches, beziehungsweise nicht ganz so auffällig, obwohl sie ist rot. Das fällt eigentlich irgendwie immer auf. Aber das ist jetzt mal ein etwas anderer Look. Ja, sie trägt jetzt von ihrem Rainbow High Cheerleader Outfit den Pullover. Das ist ja dieser Hoodie. Der ist ein weiß. Da haben wir oben erstmal diese Fake-Kapuze. Und da steht dann hier oben am Saum immer Sparkle dran. Hier hinten ist die natürlich wieder mit Klettverschluss auf und zu machen. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die nicht über den Kopf gehen, aber wahrscheinlich müssten dann die Kapuzen riesengroß sein, weil die Rainbow-High-Puppen halt auch ziemlich große Köpfe haben. Ja, an der Seite haben wir dann noch diese Flammen. Einmal hier in Blau und Rot mit dem H. Und hier nochmal dasselbe, nur mit dem R für Rainbow High. Ja, ich glaube, der Pulli, der war original mit zu dem Cheerleader-Outfit. Da hatte sie dann den Rock drunter. Ja. Und ich dachte, ich kombiniere das jetzt einfach mal mit den Hosen. Inzwischen, wie gesagt, habe ich so viele Sachen, Outfits von den Rainbow High Puppen, die haben mehr als ich selbst bei mir im Schrank. Und manchmal weiß ich auch gar nicht mal, was von welcher Puppe ist. Da muss ich mir immer nochmal so Fotos angucken und irgendwie alte Videos, wo ich dann sehe, was die überhaupt alles für Zubehör dazu hatten. Ja, dazu hat sie jetzt diese blaue Jeanshose mit dem silbernen Druck, der da drauf ist. Ja, das finde ich auch richtig cool. Sieht aus wie so eine Waschung, nur halt in Silber. Ja, dann hat sie noch ja diese Gürtelschlaufen. Das sind richtige Gürtelschlaufen. Allerdings sind das ja Hosen mit nicht echten Taschen, wie bei den anderen Hosen meistens, wo man so reingreifen kann, sondern das ist jetzt einfach hier nur so aufgesteppt. Ja, hier hat sie dann so einen silbernen Knopf. Ja, das war noch so eine Hose aus der ersten Generation, so vom Fashion Closet, wo die Moden noch nicht ganz so hochwertig und noch nicht ganz so ausgefallen waren. Ich glaube, das sieht man auch. Ja, und dazu hat sie dann diese roten High Heels. Das macht das Ganze nochmal etwas eleganter. Da sieht man auch richtig, wie eng die Hosen an liegen, da sieht man richtig ihre Gelenke durch. Also das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Hätte man die Hose vielleicht doch etwas legerer gestalten können. Sieht etwas strange aus, finde ich. Aber okay. Ja, und hier jetzt nochmal diese High Heels. Die waren, glaube ich, auch im Fashion Closet mit drin. Also in diesem Fashion Schrank mit den Moden. Da haben wir mal hier oben diese goldenen Riemchen. Da steht auch RH für Rainbow High drauf. Und hier unten auch nochmal wie bei so Sandalen. Also eigentlich eher einfache Schuhe, aber ich finde die richtig schön elegant. Die passen auch sehr gut. Und ich finde, die passen auch schön zu dem Outfit. Die tun das Ganze nochmal etwas aufwerten. Ja, das ist jetzt meine Ruby mit dem legereren Outfit. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber ich werde sie jetzt gleich nochmal umziehen. So, das ist jetzt der Look Nummer 3. Und jetzt habe ich mal die Ruby fast komplett in Rot gekleidet und nur mit Sachen, die jetzt wirklich für sie bestimmt sind, beziehungsweise die zu ihrer Puppe gehören oder die im Fashion Closet für die Ruby vorgesehen waren. Ja, das ist jetzt mal ein etwas einfacheres Outfit, würde ich sagen, auch eher was für den Sommer. Es hat so richtige Sommer-Vibes, finde ich. Sie trägt jetzt dieses weiße T-Shirt. Das ist auch aus dem Fashion Closet. Da steht dann noch ein rot Sparkle drauf. Das sieht man jetzt nicht richtig, weil ich ja dieses Latzkleid drüber gezogen habe. Ja, und da kommen wir schon zu dem Hauptteil. Das ist jetzt dieses Latzkleid. Das war in dem Fashion Closet drin, also auch wieder in diesem Glasschrank, den es für die Rainbow High Puppen gibt. Da haben wir jetzt einmal hier oben das Kleid mit den Trägern. Hier hinten ist das mit Klettverschluss zum Öffnen und zum Schließen. Dann hat sie hier oben diese zwei goldenen Schnallen, die das so halten, wo man die Träger auch so verstellen kann. Nicht funktioniert das natürlich nicht, aber ich finde das halt ein schönes Gimmick, dass man nicht einfach nur rote Träger gemacht hat, sondern auch mal solche Schnallen dran gemacht. Ja, das Ganze ist wie so ein Latzkleid aufgebaut. Hier haben wir jetzt so eine Brusttasche. Das ist auch eine richtige aufgesetzte. Da kann man auch was reintun. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera ordentlich sehen. Durch das Rot sieht man es etwas schlecht. Ja, dann hat sie hier nochmal wie so einen Reißverschluss eingenäht. Aber den sieht man jetzt nicht. Ja, dann hat sie hier noch funktionelle Taschen. Was ich vorhin bei der Hose bemängelt habe, dass das nur abgesteppt ist, hat sie hier jetzt richtige Taschen drin. Ja, auf der Seite auch nochmal. Ja, und hier steht überall Rainbow High drauf, Sparkle, RH. Dann haben wir noch so kleine weiße Herzen drauf und weiße Sterne.
Ja, das finde ich ein schönes Outfit so für den Sommer. Und hier hinten sieht man nochmal, dass das alles mit dem Klettverschluss zum Öffnen und zum Schließen. Ja, und bei dem Outfit habe ich jetzt so als Highlight mal ihre Schuhe rausgesucht. Das sind jetzt hier ihre Stiefel von der Cheerpuppe, also ihre Original. Da haben wir einmal hier diese weißen Socken, wo überall Rainbow draufsteht hier oben. Und die sind halt weiß. Und haben an der Seite diesen weißen, beziehungsweise diesen roten Streifen. Und dann hat sie diese High Heels, die aussehen von vorn wie Turnschuhe, wie Sneakers. Aber von der Seite sieht man es halt dann, dass es Absatzschuhe sind. Und die gefallen mir halt auch richtig gut. Denn von der Farbe her mit dem Rot-Weiß und mit dem Schwarz, das sieht richtig stylisch aus. Hier haben wir auch nochmal das Rainbow High Logo drauf. Und hier vorne ist das nochmal mit so Schnürsenkel drum. Ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich besser, wenn die so modelliert sind, als wenn man die richtigen Schnürsenkel drin hat bei den neueren Schuhen. Weil bei den neueren Schuhen mit den echten Schnürsenkel habe ich immer Probleme, mit meinen großen Fingern wieder eine ordentliche Schleife reinzubringen. Ja, hier steht dann auch noch Los Angeles drauf. Und hier noch die Nummer 86. Also die Schuhe finde ich richtig stylisch. Die gefallen mir richtig gut. Und hier hat man auch nochmal die 86 und auf der anderen Seite Los Angeles. Ja, ich finde, die Schuhe, die werten das ganze Outfit nochmal etwas auf. Da sieht das dann nicht ganz so einfach aus und ich finde, es passt richtig gut zu ihr. Ist ein schönes Sommeroutfit, gerade mit dem kurzen Rock. Es ist halt auch etwas kürzer. Und dazu das T-Shirt. Man hätte jetzt vielleicht noch ein schwarzes T-Shirt drunter ziehen können. Das hätte vielleicht auch nochmal gut gepasst. Aber wie gesagt, da kann man sehr schön variieren. Und wie gesagt, das Highlight für mich sind hier diese Schuhe. Ja, das ist die Ruby in ihrem dritten Outfit und jetzt mache ich ihr noch einen finalen vierten Look und da sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir hier den finalen Look von unserer Ruby Anderson und ja, ich habe den jetzt aus mehreren Sachen zusammengestellt und ja, ich finde das eigentlich richtig klasse und wir schauen uns das jetzt mal von nahen an. Ja, als erstes hat sie mal hier dieses Accessoire. Das ist ja diese Rainbow High Tasche. Ich weiß gar nicht, wo ich die mal her habe, ob die auch in dem Fashion Closet drin war oder ob die zu einer Puppe mit dazu war. Jedenfalls hat sie hier dieses goldene Band. Dann dieses regenbogenfarbene Satorband, was ja eingefasst ist. Hier nochmal eine Stickerei in Gold mit Rainbow High. Und hier können wir das mit dem Klettverschluss aufmachen. Und da kann man dann auch was reintun. Und hier ist das sogar mit Satin abgefüttert. Also das finde ich richtig hochwertig, die Tasche. Die gefällt mir richtig gut. Und ich finde, die passt auch gut zu ihr. Ja. Ich habe jetzt mal die Jacke von der Heather Grayson angezogen. Die finde ich richtig cool. Ist mal was anderes. Damit sieht sie auch ein bisschen rockiger aus. Bisschen sexier. Sexy, sexier, ja. Ja, da hat sie diese weiße Lederjacke, beziehungsweise cremefarbene Lederjacke an. Hier mit diesen Reißverschlüssen. Hier haben wir diesen Aufnäher von Shadow High. Und dann auch diesen Aufdruck mit den Knochen. Auf der anderen Seite auch nochmal. Dann haben wir hier unten diese Nieten, wo dann noch die Schnürung ist. Ich finde, das passt gut mit dem Schwarz, auch zu dem Kontrast zu dem Rock, mit dem Rot. Ja, hinten drauf hat sie jetzt noch dieses Knochenmuster. Ja, die Jacke hatte ich gestern oder das letzte Mal schon bei dem Lookbook gemacht, bei der Brianna Dolce. Aber ich finde, die Jacke, die lässt sich flexibel einsetzen, die passt sehr gut zu vielen Outfits. Ja, dann hat sie als T-Shirt das von der Lyric Lucas an. Von der Rainbow Band Tour 2021. Das ist alles so wie in so einem Metallica-Logo gemacht, nur halt mit Rainbow. Ja, Rainbow High bedient sich ja gerne mal von anderen Logos oder Firmen oder Designern. Das finde ich aber ganz cool. Ja, dann hat sie ihren Cheerleader-Rock an von Rainbow High Cheer. Das ist jetzt ihr Originalrock mit diesen Falten hier drin. Da ist auch nochmal mit diesem Satin abgefüttert. Das finde ich auch sehr hochwertig, dass das so abgefüttert ist. Mit dem Rainbow High-Logo in so Regenbogen- und Glitzerfarben. Ja, hier haben wir jetzt auch nochmal dieses Rainbow High-Logo. Und hinten ist es dann mit Klettverschluss zu beschließen. Ja, und dann hat sie noch als Highlight die Stiefel von der Amaya Rain an aus der ersten Serie, wo sie in dem Friseurset drin war, in dem Haarspielset. Da hatte die ja so tolle hohe Stiefel an. Und ich dachte, die passen jetzt mal ganz gut zu ihr. Die hatte ich jetzt schon lange nicht mehr Hausen gehabt für die Rainbow High Puppen. Und ich dachte mal, zu dem Outfit passt das ganz gut, dass du das nochmal ein bisschen aufpeppen.
hat man ja die langen Reißverschlüsse, dann hier diese ganzen Riemchen, wo Sparkle, Magic und Star drauf steht. Ja. Und hier unten hat es dann nochmal eine schwarze Sohle, so richtigen Plateauabsatz. Und die Fußsohle ganz unten, die ist in Pink gehalten. Hinten sind die Schuhe dann natürlich auf, damit man die besser an- und ausziehen kann, aber man kann sie auch etwas zudrücken. Ja, aber ich finde es ganz cool. Es passt richtig mega zu ihr. Ja, auch die Cheerleader Ruby, die finde ich richtig toll. Sie hat so richtig schöne lange Haare. Was mir jetzt bei ihr ein bisschen fehlt, ist, dass sie keine Ohrlöcher hat. Da kann man ihr jetzt auch keine Ohrringe machen. Man kann ihr vielleicht den Kopf etwas mit dem Heißföhn weich machen, sage ich mal, das Gummi weich machen und dann vielleicht mit einer Rouladennadel oder so selbst welche reinstechen. Aber ja, das bin ich, mache ich eben gern sowas, deshalb lasse ich die so, wie sie ist. Ja. Das ist mein Ruby Anderson mit ihrem vierten und finalen Look. Ich gebe jetzt nochmal die Tasche dazu. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Inspiration geben, wie ihr eure Rainbow-Hai-Puppen stylen und ankleiden könnt. Ja, man kann auch noch viele andere Varianten machen. Wie gesagt, Moden gibt es ja genug. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!